An sich ist es so, dass zuerst ein Bewerbungsgespräch mit unserer HR-Abteilung stattfindet und dann eine zweite Runde nochmal stattfindet, in der dann jeweils ein Partner aus unserer Prüfungsabteilung inklusive einem Manager oder Senior Manager nochmal dabei ist. Die Bewerbungsgespräche bei mir zum Beispiel waren sehr, sehr offen, sehr angenehm und man hat sich über alle möglichen Dinge ausgetauscht, insbesondere auch über die Chancen und Möglichkeiten und Herausforderungen, die der Job bietet. Die Atmosphäre beim Gespräch war sehr professionell. Es ist einerseits um meinen Lebenslauf gegangen und andererseits um inhaltliche Fragen. Und soweit ich mich erinnern kann, waren die inhaltlichen Fragen auch gar nicht so einfach. Wenn jemand bei uns beginnen möchte zu arbeiten, dann wäre es in einem Bewerbungsprozess natürlich sehr wichtig, dass man sich einerseits mal informiert über das Unternehmen und sich außerdem klar macht, in welchen Bereichen man gerne arbeiten möchte. Ich würde zukünftigen Bewerbern empfehlen, pünktlich zu kommen, gerade zu sitzen, sich vor im Internet über mögliche Fragen zu informieren, weil oft sind das die Fragen, die dann auch tatsächlich kommen. Und so natürlich oder so sehr man selbst wie nur möglich zu sein. Als zukünftiger Bewerber sollte man auf alle Fälle wissbegierig sein, motiviert, engagiert, weil das sind genau die Mitarbeiter, die wir uns wünschen.